Hey Freunde, wir sind hier gerade in Berlin. Es ist ja ein bisschen eine turbulente Zeit am Immobilienmarkt. Die Zinsen steigen an und wir sprechen über die Sicht der Privatleute. Wie denken die, was passiert am Privatmarkt und was denken auch die Institutionellen und Großanleger, zu denen ich ja auch guten Kontakt pflege durch den Seven Plus Club. Das erfährst du in diesem Video. Fangen wir mal mit den Privaten an, da kann ich mein Hemd ein bisschen weiter aufmachen bei Privat, weil es so warm heute. Ja, also es gibt ja beim privaten Bereich gibt's verschiedene Themen, und zwar gibt es die Anleger, die Kapitalanleger, und dann gibt es die Eigennutzer. Und was ich jetzt persönlich festgestellt habe bei meinen Projekten, die wir machen, wir haben ja einige Eigennutzerobjekte saniert und auch verkauft. Die Videos dazu kennt ihr in der Vergangenheit. Und das traue ich mir gerade nicht zu, ehrlicherweise, weil die Käufer haben extreme Schwierigkeiten, die Finanzierung zu bekommen. Das liegt einfach nicht mehr, früher war es immer der Beleihungswert, was ein Problem war, und jetzt ist es der Kapitaldienst, also die Kapitaldienstfähigkeit. Die Bank berechnet halt im Hintergrund, okay, einer verdient 10.000 Euro im Monat, als Beispiel, dann gibt er 3.000 Euro für Essen aus und Wohnung und kann sich 7.000 leisten, als Beispiel, ja. Jetzt ist nach den neuen Regeln, dann gibt er halt 4.000 aus für Essen und Wohnen, weil einfach alles teurer wurde. Und somit ist seine Kapitaldienstfähigkeit um 1.000 Euro gesunken. Also das war jetzt einfach nur so mal ein ganz banales Beispiel. Gleichzeitig kam dazu, dass die Zinsen nach oben gegangen sind. Und das heißt, die müssen noch mehr Zinsen bezahlen, die Leute. Und dann ist Mieten einfach wieder attraktiver geworden. Kapitalanlegermarkt, also Eigentumswohnungen kaufen, vermieten, so ein klassischer Business Case für einen Angestellten, dass man so nebenher laufen lassen kann. Cashflow positiv sind die schon lange nicht mehr, durch die hohen Kaufpreise eben, und jetzt sind die Preise oben und die Zinsen. Das heißt, die Cashflow-Thematik ist noch schlechter geworden als vorher. Ja, definitiv ein Thema. Und die Kapitalanleger, die es noch gibt, die aktuell noch Immobilien kaufen können, das sind die, die halt ein sehr hohes Nettoeinkommen haben, weil die müssen eine Zuzahlung leisten monatlich zur Miete. Also das musst du dir so vorstellen. Jemand mietet eine Wohnung für 500 Euro im Monat, aber die Kapitaldienstfähigkeit ist bezüglich monatlicher Rate an die Bank und Hausgeld und Zeug 800 Euro. Das heißt, man muss die Fähigkeit haben zuzuzahlen, das muss einem die Bank auch zutrauen. Kann langfristig sinnvoll sein, genau, muss jeder für sich entscheiden. Und die sind noch da, die genug eben verdienen, dass sie die Finanzierung noch bekommen. Die, wo halt so spitz auf Knopf gerade noch eine Kapitalanlage sich ziehen konnten, die sind raus, ja. Was noch funktioniert, sind halt Eigenkapitalkäufer. Gerade ist die Inflation on top, ja, so sehr hohe Inflation haben wir aktuell. Dementsprechend gibt es auch Leute, die haben Angst, dass ihr Geld auf dem Konto entwertet wird. Die Angst hatten die vor einem halben Jahr noch nicht. Das heißt, vor einem halben Jahr waren die Zinsen noch unten, da konnte man prima an die Kapitalanleger mit Niedrigzinsen verkaufen. Jetzt sind die Zinsen oben, aber dafür gibt es halt die Cashkäufer, die halt Schiss haben, dass ihr Konto, das Geld kaputt geht. Die kaufen dann halt auch unter Umständen mal eine Wohnung Cash. Also so verändert sich halt der Markt. Ich würde mal so vom Bauchgefühl raus sagen, die Nachfrage ist ein bisschen runtergegangen, ja, also was den Kauf angeht, aber das Angebot ist relativ ähnlich geblieben. Also es gibt ein paar mehr Angebote auf dem Markt wahrscheinlich wie vorher, weil einfach weniger gekauft wurde, aber es sind jetzt nicht mehr Angebote auf den Markt gekommen vom Gefühl. So, Vertriebszeiten sind ein bisschen hoch, weniger Käufer. So, jetzt wird es wieder ernst. Jetzt gehen wir zu den B2B-Leuten, jetzt mache ich mein Hemd wieder ein bisschen weiter zu und sprechen mal darüber, wie die den Markt so sehen und was sich da so verändert hat. B2B-seitig gibt es schon so ein paar andere Wahrnehmungen, also ein größerer Makler, mit dem ich gesprochen habe zum Beispiel, die haben festgestellt, dass es gibt immer einen Beleihungswert oder einen Buchwert, also du stellst dir vor, irgendwie ein Investor kauft das Haus hier, ja, für 10 Millionen als Beispiel, kauft er das 2010, mittlerweile ist es 20 Millionen wert, dann ziehen die die Buchwert hoch in der Bilanz bei sich. Das heißt, die können halt den Mehrwert, den sie haben im Portfolio, Geld sich beschaffen am Kapitalmarkt. Und wenn sie es verkaufen wollen für 20 Millionen, dann ist es quasi wieder abgelöst, die Kapitalbeschaffung, und es ist 0 auf 0. Aber wenn die das Haus verkaufen wollen und die haben sich für 20 Millionen gezogen am Kapitalmarkt und die bekommen nur noch 12 Millionen, dann ist halt 8 Millionen. Wo ist das? Das Differenz entsteht, Differenzen entstehen da. Und das ist halt so ein Thema, dass halt aktuell die Bewertungen von den Objekten teilweise unter den Buchwerten der Investoren liegen. Das ist erstmal kein Problem, wenn man nicht verkaufen muss.
So ein paar Einzelfälle gibt es natürlich immer, die dann verkaufen müssen und die haben dann vielleicht echt ein Problem. Das wurde von einem Makler berichtet. Andere Investoren zum Beispiel, die haben halt Objekte verkauft in der Vergangenheit für Preis X, ja, und wissen, denen ist es schon bewusst, wenn ich es heute verkaufen würde, würde ich nicht mehr das Gleiche bekommen, würde ich vielleicht ein bisschen weniger bekommen, so 10% drunter oder so. Es gibt so eine Faustregel, die habe ich auch mal gehört, also muss jeder für sich bewerten, aber habe ich mal gehört, so 1% mehr Zinsen ist 10% weniger Kaufpreis. Ich würde sogar ein bisschen sagen, es ist eher ein bisschen weniger, so die Differenz, aber ja, das ist ab und zu mal gefallen. Was noch der Fall ist definitiv, dass es mehr Grundstücke und Projektentwicklungen auf dem Markt gibt. Also früher war es so, du musst dir vorstellen, ein Bauträger kauft Grundstück oder Projektentwickler, macht eine Projektierung drauf für irgendein Haus und dann verkauft er diese Vision, verkauft er. Deswegen bezahlt der Käufer nicht den Grundstückspreis, sondern der bezahlt den Preis für das Projekt und zahlt schon einen gewissen Aufschlag, der erheblich ist für die ganzen Planungsarbeiten und die Potenziale, die bereits rausgemolken wurden aus dem Grundstück. Also der Käufer hat dann nicht mehr die Flexibilität zu machen, was er will, weil er hat schon ein bisschen was vorgegeben, aber zahlt dann mehr. Solche Projekte gibt es vermehrt am Markt, auch teilweise zu deutlich besseren Preisen als vor längerer Zeit noch. Wenn das halt 3-4 Mal schon verkauft wurde, also musst du dir vorstellen, Projektentwickler 1 kauft für 10 Millionen dem ersten ab, dann verkauft das weiter für 12, für 14 und so weiter, weil das passiert halt manchmal, dass sie es weiterverkaufen, dann irgendwann ist halt der Atem schon leer, bevor der Marathon überhaupt losgerannt wird und die Leute, denen dreht es halt einfach den Hals rum, ein paar davon. Also es ist halt einfach so, wenn die nicht aussitzen können. Und ja, die Kaufpreise gehen runter. Gerade im Eigentumsneubau-Wohnungsbereich sehe ich persönlich die größten Probleme oder Schwierigkeiten, weil halt einfach die Finanzierbarkeit von den Kunden immer schwerer wird und dann gibt es weniger Leute, die es sich leisten können, dann gibt es halt zwingendermaßen mehr Angebote. Mehr Angebot heißt weniger Nachfrage und dann fällt halt einfach der Preis. Das ist ja die einfachste Formel, die man so kennt. Also nochmal zusammengefasst, private verändert sich ein bisschen was, aber läuft trotzdem noch. Institutionelle Seite, ja, verändert sich auch ein bisschen was und läuft trotzdem noch. Das größte Problem haben die halt, die jetzt verkaufen müssen und nicht mehr den Preis bekommen, den sie ursprünglich bekommen hätten. Und was halt noch so ein schlummerndes Risiko ist, das gab es wohl auch 2008, da bin ich aber zu jung, um das persönlich miterlebt zu haben, dass die Bank halt sagt so, hey, euer Buchwert ist hier oben, der Beleihungswert von der Bank, also wie viel die Bank sagt, das Objekt wert ist, ist hier unten, ihr müsst die Differenz ausgleichen. Und das ist halt so ein Thema, wenn das passiert, keine Ahnung, was dann passiert, dann haut es ein paar Leuten wahrscheinlich nochmal mehr die Finanzierung um die Ohren, die wohl nicht den Differenzbetrag ausgleichen können. Definitiv fast noch alles vor halbwegs. Ich hoffe, ihr habt eure Deals alle im Griff und wünsche euch ganz viel Erfolg in diesen turbulenten Zeiten.